Jo, neues Video. Im Wesentlichen soll es eigentlich um die Rapsaussaat gehen. In diesem Jahr dann zum ersten Mal mit der Clayton. Wir gucken uns hier aber erstmal noch ein paar Zwischenfruchtgeschichten an. Ja, die Ernte haben wir nun hinter uns gebracht. Es war wirklich ein Kampf. Hat auf keinen Fall in irgendeiner Form Spaß gemacht, jedenfalls nicht mehr zum Schluss. In gewissermaßen versuche ich ja nur die Situation darzustellen. Und wenn sie nun mal nicht gut ist, dann braucht man es ja nicht übertreiben mit der Euphorie, wenn es einfach nicht realistisch ist. Ja. Es ist nun mal eine schlechte Ernte gewesen in jeder Hinsicht. Das heißt ja nicht, dass die nächste Ernte wieder so sein muss und darauf bereiten wir uns jetzt vor. Ein Baustein dafür ist im Hintergrund die Zwischenfrucht. Und hier in dem Fall, ich schwenke, ist das die Variante mit der Drohne gestreut. Hier die Mischung, also wir haben hier vier Lidea-Mischungen. Da hinten war noch was von DSV und Freudenberger. Hier vorne, bis da, wo man sieht, wo Bewuchs steht, bis da konnten wir pünktlich ernten den Roggen und dann fing der große Regen an. Und das sieht man auch. Von daher macht Vergleich der verschiedenen Mischungen nicht viel Sinn. Diese Variante hier ist auf jeden Fall mit Chia oder Shia sehr frohwüchsig und hat sehr gut funktioniert. Das ist natürlich Ziel sozusagen erreicht. Ich habe auch mal hier in den Boden reingestochen. Das ist jetzt für mich noch nicht so das Wahre, muss ich mal sagen. Also da ist es einfach von der Wurzelmasse nicht so berauschend. Ich kenne nicht Shia halt nicht. Weiß nicht, wie der so ist. Und deswegen muss man sich den einfach auch mal ansehen. Ah, ist gar nicht so schlecht. Ist eigentlich ganz gut. Also wenn du jetzt einen Senf dagegen siehst, ist es natürlich schon deutlich besser. Aber so in der Tiefe, man sieht auch, es ist tatsächlich sogar trocken da unten. Das heißt, das, was oberflächlich an Wasser kam, hat er auch gleich richtig weggezogen, dass da nichts nach unten durch ist oder wenig. Und hier unten fehlt einfach noch die Struktur. Also da hat die Zwischenfrucht noch ein bisschen was zu tun, wobei ich nicht mehr glaube, dass die hier noch viel bringt. Ja. Also oberirdisch ordentlich, aber nach unten ausbaufähig. So, hier im Vorgewende, da kam alles ein bisschen wild durcheinander. Vielleicht hier auch nochmal einen Spatenstich. Zum Beispiel hier so ein Tiefenrettich. Spaten geht gut rein. Schauen wir mal, was der uns so anzeigt. Geht auf jeden Fall nicht schlecht nach unten. Schon ganz gut aus. Also, das gefällt mir. Die Struktur ist hier ein Ticken besser. So, hier eine Mischung mit Rauhafer und Klee bzw. Wicken. Gefällt mir ja grundsätzlich immer besser, wenn Leguminosenanteil hoch ist. Hier sieht man, wo wir noch dreschen konnten. Und die Spur war zwischendurch mal ein kleiner Versuch. Und dann kommt hier drüben. Das Wasser war, ich glaube, erst vor einer guten Woche oder so, vor 10 Tagen wegmachen konnten. Ja, da war dann einfach viel zu spät vom Drusch her. Das hat nicht gut funktioniert. Also wenn Zwischenfrucht mit der Drohne streuen, dann auch zusehen, dass man da nach 3 Wochen nach dem Streuen, sage ich mal, da auch wegkommt, weil das war ja schon locker 6 Wochen danach. Und da sehe ich persönlich auch einen Vorteil mit der Clayton. Das gucken wir uns gleich an. Dass wir da in die Tiefe einfach nochmal, ja, dass wir dieses hier schon mal aufbrechen mit dem schmalen Zinken. Alter, hier sind Mücken dieses Jahr, ne? Ich könnte kaputt gehen, ey. In der einen Hand ein Spaten, in der anderen Hand die Kamera und die fressen mich hier auf, ey. Das ist unglaublich. So, wo sind denn nun hier die Wicken und Knöllchenbakterien? Ich stelle auch immer wieder fest, dass Knöllchenbakterien am Klee lange nicht so ausgeprägt sind wie beispielsweise. Oh, hier ist schön. Ja, der ist gut. Aber eine Erbse ist in der Regel immer noch deutlich mehr. Jetzt kriege ich wahrscheinlich schon ordentlich einen Runkel hier unten im Gesicht, weil mich da eine blöde Mücke gestochen hat. Ja, ansonsten so kann es aussehen. Sehr schick. Zur Vollständigkeit hier das Teffgras. Hier am Vorgewende konnte ich ja pünktlich ernten. Und da sieht man auch, dass da schön was gekommen ist. Das passt. Naja, gut. Die Struktur ist noch nicht gut, aber man hat überall eine feine Verwurzelung, also das ist gar nicht so schlecht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und oberflächlich ist natürlich ein Segen, ja. Ja, ein Gras ist ein Gras. Das
ist schon ein bisschen was, ne? Gut, hier die kleine Variante. Die erste Roggenfläche, die ich dann abgemacht habe, wo ich dann halt auch direkt am nächsten Tag mit der Kleinen hinterhergefahren bin. Datum muss ich mal dazu schreiben, wann das hier war. Und mal hier mal reinstechen. Geht natürlich gut rein, ist klar. Und ja, Bodenstruktur nach unten hin auch noch ein bisschen plattig hier. Unser Tiefenrettich schön runtergegangen in den Lockerungszinken. Keine Verdichtung erkennbar. Ausfallrohr mehr als genug, leider, ja, weil auch viele kleine Körner dabei sind, die man schwer im Mähdrescher halten kann. Macht immer eine super Wurzelleistung. Da hängen auch schön die Knöllchenbakterien dran. Auch hier die Wurzel ordentlich nach unten. Ja, und das ist so das Kleiden-Ding, wo ich denke, das ist nicht verkehrt, ne? Ja, wenn man ein bisschen schüttelt, sieht man, dass es leichte Krümelbildung gibt. Und das sieht schon ganz ordentlich aus. Ja, auch hier wieder der Tiefenrettich. Guck mal, wie schön der nach unten gewachsen ist. So, jetzt sind wir in einem noch früheren Zwischenwurfbestand. Hier stand ja der schlechte Weizen. Wobei der schlechte Weizen ja dieses Jahr nicht schlechter war als der Roggen. Das ist auch geil. Wenn man das sich dann überlegt, ja, dann fragt man sich noch, wofür man eigentlich Roggen anbaut. Der Ertrag ist der gleiche. Für Weizen gibt es mehr Geld. Aufwand ist nicht mehr, Saatgut ist günstiger. Zwischenfrüchte wachsen nach Weizen besser. Sieht schon ein bisschen nach was aus hier, oder? So, wie gesagt, auch mit der Kleinen. Und das gefällt mir natürlich schon deutlich besser hier, was die Bodenstruktur angeht. Ja. Tipptopp, ey. Das geht schon für den Sand. Ja, also ist so ein Grund, warum ich den Roggenanbau ein bisschen zurückfahren werde und dann doch eher versuchen werde, Gerste und Weizen hochzukriegen. Gerste sowieso am besten vom Getreide her dies Jahr. Hier der Weizen mit der Untersaat, weite Reihe Untersaat. Und sind schon einmal die Schafe drüber gegangen, die stehen auch noch da hinten. Jetzt gucken wir mal hier rein, wie es hier aussieht. Deutlich bessere Bodenstruktur noch als die Varianten davor. Ne? Es hat echt heftig viel Spitzwegericht drin. Und der macht natürlich auch geile Wurzeln. Ne? Da hängt mal was dran. Schöne Mischung, also sollte ordentlich Punkte hier für den Boden bringen. Jetzt hat mich schon wieder so eine scheiße Mücke auf den Rücken gestochen. So, meine Damen und Herren, jetzt stehen wir in der neuesten Variante. Wie wir hier Raps sehen, ist so ein quasi Planting Green. Das heißt, hier haben wir ja auch grüne Zwischenfrucht stehen. Hier sind natürlich auch ein paar Hirsen hochgekommen. Die gefallen mir gar nicht. Die machen auch Probleme mit der Maschine. Ja, die Kläden verstopft an diesen Stellen. Nichtsdestotrotz haben wir hier doch gut was erreichen können. Auf jeden Fall an den Erbsen ordentlich Knöllchenbakterien dran. Sehr gut. So sieht es jedenfalls aus, wenn die Kläden dann hinterher drüber gegangen ist. Und damit hier natürlich der ganze Salat nicht wieder anwächst, haben wir hier auch 2,5 Liter 360er Glyphosat vorgefahren. Alles hier an einem Tag, ein Abwasch. Jo, und so sieht es dann aus. Ich habe hier mal ein Loch aufgegraben. Hier lief der Lockerungszinken. Hier ist es alles schön gelockert. Und oben drauf liegt der Raps. Ab und zu sieht man mal auch ein Korn an der Oberfläche. Das beweist dann schon, dass wir, das ist ein Indiz dafür, dass wir auch schön flach fahren mit der Kleiden. Ja. Haben wir jetzt auch wieder Regen gehabt heute Morgen. Also das sollte auf jeden Fall gut auflaufen. Ich würde aber sagen, wir gucken uns das Ganze mal in der Praxis an. Also ich werde dann wahrscheinlich morgen, sticht mich doch tatsächlich schon wieder eine Mücke durch meinen Handschuh. Ich gehe kaputt. Wir gucken uns das Ganze morgen dann mal live an. Also dann nehme ich euch mit, wenn die Kleinen hier rüberrollt. Was er nicht mag, habe ich schon gesagt, sind Hirsen, massiv große Hirsen. Das sieht man dann hier an diesen Haufen, die schön zusammenzieht. Hier oder auch hier mal ein größerer. Also das ist natürlich Murks. Das heißt, wenn hier Raps auflaufen sollte, das ist eher unwahrscheinlich. Da fehlt uns dann ein bisschen was. Aber wir haben ja links und rechts davon auch Pflanzen, die das dann halbwegs kompensieren. Nichtsdestotrotz werde ich hier die Stellen, wo die Hirse stark ist,
Das sieht man auf der kleinen Kamera immer nicht. Da hinten sind so ein paar Ecken. Da hänge ich jetzt einfach nochmal einen Mulcher an. Und dann werde ich die Sachen da... Ich glaube, ich habe schon wieder eine Mücke auf dem Rücken. Ah! Da werde ich den Mulcher anhängen und einfach nochmal das Zeug runtermulchen, dass die Kleine da ordentlich durchrutscht. Apropos Hirse. Hier mal eins der größten Probleme in diesem Jahr, weil es halt auch so schön geregnet hat die ganze Zeit. Hier stand Raps vor, weiß nicht, 4 Wochen. Und jetzt ist hier Hirse en masse. Und was mich jetzt immer interessiert, hat Hirse eigentlich vielleicht noch eine positive Wirkung auf die Bodenstruktur? Weiß ich nicht. Die Sorghumhirse wächst ja ziemlich geil von der Durchwurzelung, ne? Nicht berühmt, würde ich sagen. Man sieht auch, dass der Raps hier kaum eine Chance hat, in der Hirse durchzukommen. Und die ist ja auf der Fläche vor allem auch stark, weil wir hier mal im Jahr davor Sorghumhirse stand mal. Und im Sorghum haben wir die Hirse nicht gut rausbekommen, ist schwierig. Und jetzt zeigt sie ihre volle Wirkung hier. Mein Plan ist jetzt, das hier runter zu mulchen, also jetzt die nächsten Tage. Dann warte ich noch mal, bis es wieder so leicht grün wird und dann gibt es wieder 2,5 Liter Glyphosat. Und dann werden wir auch schon demnächst anfangen, hier Mitte September Getreide zu sehen. So ist erstmal mein Plan, ne? Und ja, wie gesagt, die Hirse runtermulchen und dann abtöten. Dann sind die Nährstoffe, die in der Hirse waren, dann hoffentlich auch für die nächste Pflanze verfügbar. Ich weiß nicht, ob das schon hier Samenpotenzial ist. Ist ja eigentlich noch grün. Dürfte eigentlich noch nicht zu spät sein. Aber ist schon heftig, oder? Ich meine, die hat natürlich auch den Regen hier voll aufgenommen. Ist schon krass, ne? Ich glaube, ich habe schon wieder eine Mücke am Rücken. So, aber ja, da sieht man mal, beziehungsweise ich zeige euch auch, was vielleicht nicht so schick ist, was nicht so gut funktioniert hat. Hätte man vielleicht auch schon früher was machen können oder sollen. Aber ich versuche natürlich auf zusätzliche Bodenbearbeitung eigentlich zu verzichten. Ja. Also die andere Variante wäre ja gewesen, dass man jetzt nach dem Raps hier, haben wir einmal gemulcht. Und da hätte man halt ziemlich zügig mit Gänsefußschalen irgendwie hinterherfahren müssen. Das wäre die andere Variante gewesen, ne? Da hätte man den Acker wieder blank gehabt. Also ja, kein Vorteil ohne Nachteil. Jetzt ist es so, wie es ist. Wir hatten ja auch in der Zeit genug andere Probleme und andere Arbeiten. Und dann bleibt sowas natürlich gern mal liegen. Und jetzt haben wir halt hier ein kleines Hirseparadies. Ja, Schafe fressen es wohl auch nicht. War so meine Idee, lass doch hier einfach mal den Schäfer drüber. Da, die fressen sich richtig im Bauch voll. Geht auch nicht. Naja, also wird es der Mulcher, das mechanische Schaf. Ja, dann nochmal aus der Kabine. Die ersten 10 Hektar sind ein bisschen in die Hosen gegangen. Ich habe irgendeinen Fehler gemacht beim Abdrehen und habe dann halt, ja, nach 10 Hektar hätten halt die 2 Einheiten alle sein sollen. War aber noch eine ganze Einheit drin. Also habe ich bloß die Hälfte gesät. Und ich will nun nicht nochmal mit der Clayton alles hier nochmal durchreißen. Also habe ich den Lena-Streuer angebaut und bin mit der Dalbo-Walze dann hinterher, also mit einer fronthydrauligen Lena. Habe nochmal 1,5 Kilo Raps nachgestreut und ja, das Ganze angewalzt mit Dalbo-Walze, Cambridge-Walze. Ist ja sowieso nicht verkehrt, die Sachen von der Clayton anzuwalzen. Will ich mir aber eigentlich ersparen. Und jetzt geht es hier auch weiter. Ich hatte ja erklärt, dass hier es Probleme mit Hirse vor allem auch gab. Hier sind so Stellen, stand die Erbse auch ein bisschen dicker und hier ist so ein Hirsennest gewesen. Wir haben jetzt hier die ganze Fläche nochmal gemulcht. Ja. Einmal im Flugmodus hier mit 18 km/h drüber. Und jetzt muss ich mal einen Gang runterschalten, weil hier eine bessere Stelle ist. Das ist so ein Bereich, wo wir auch mal 8 Tonnen Gerste hatten. Ja. Und wenn man da durch ist, dann geht es auch gleich wieder leichter. Kann man dann Gang hochschalten.
Ja, das merkt man halt also auch beim Fahren, wo die guten Ertragszonen sind und wo, naja, der Sandboden. Ja, habe eben noch mal leicht nachkorrigiert, war noch ein Müh zu hoch. Also jetzt bei 2,2 entspricht eigentlich dann den 40 Körnern auf dem Quadrat, wo ich hin will. Ja, können wir noch mal hinten rausgucken hier. Sieht man das, wie meine Andruckrollen hier dann auch noch mal Feinerde erzeugen und ja, eben das Saatgut leicht andrücken. Und so läuft es dann jetzt eigentlich auch, will ich mal meinen. Ja. Es gibt hier jetzt noch zwei Prüfglieder, die ich ja, dann zur Ernte versuchen will, zu überprüfen, ob das sinnvoll war. Und das erste ist mal die Zwischenfrucht. Das heißt, die erste Fahrgasse vorne, da hatte ich keine Zwischenfrucht. Und keine Zwischenfrucht und auch keine Unterfußdüngung. Und ja, ab der zweiten Fahrgasse haben wir dann die Zwischenfrucht. Und ab der dritten Fahrgasse kommt dann die Unterfußdüngung dazu. Ja, also das ist so die Premium-Variante. Und das Ganze wird dann im Frühjahr mit verschiedenen Düngemengen im Frühjahr dann auch überprüft oder eben kombiniert. Ja, um dann mal rauszufinden, welche Sachen bringen wie viel. Das denke ich mal, ja, das kann man eigentlich jedes Jahr überprüfen, weil es jedes Jahr ein bisschen anders ist, aber mit der Zeit muss man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Ja, also die Zwischenfrucht ist sehr gut geworden, mehr kann man da nicht mehr rausholen, meiner Meinung nach. Wenn jetzt rauskommt, dass das sinnlos ist, was ich nicht hoffe, dann ja, kann man es eigentlich sein lassen, weil ich sag mal, irgendwo Saatgut kostet auch gut 50 Euro ein Hektar und das Verfahren mit der Kläden dann zu sehen, ist auch locker 50 Euro dann nochmal los. Also es sind dann einfach mal locker 100 Euro ein Hektar. Ja, das alleine in Stickstoff wird schwierig. Das sollte also noch weitere positive Effekte haben. Wird es auch haben. Ich meine, es ist ja ganz klar, dass das durch das Pflanzenwachstum auch eine gewisse Humussteigerung geben muss, einfach zumindest in der Theorie, warum, wenn es nicht immer gleich messbar ist. Ne? Aber es sind halt, ja, sind halt locker mal 100 Euro ein Hektar, was weg ist. Ne? Wenn man das alles noch schöner machen will, dann kann man auch schnell 150 Euro ausgeben ein Hektar. In Zeiten, wo der Dünger 3,50 Euro das Kilo Ende gekostet hat, da denkt man eher drüber nach, als sage ich mal, ja, jetzt habe ich die erste Ladung wieder für 1,10 Euro eingekauft. Mittlerweile steigt der ja schon wieder. Also, naja, man muss da dranbleiben und gucken, wie man etwas düngerunabhängiger wird. Ja. Also, von der Rechnung her würde ich schon sagen, dass jetzt hier irgendwo 30, 40 Kilo N durch die Erbsen hier gesammelt wurden, ist halt die Frage, inwieweit das dann auch für den Rapspflanzen verfügbar ist und wird. Aber da muss man einfach über Düngestrategien dann ein bisschen rausfiltern. Ja? Also normalerweise müsste man eine Variante hier einbauen, eine Nulldüngung, um dann mal zu vergleichen, wie viel ohne, also wie einfach nur der Erbsenanbau und der Zwischenfruchtanbau gebracht hat. Zumindest für den Raps, für die Folgekulturen, wird es sehr schwer, das dann auch zusätzlich rauszufiltern. Aber jetzt hier schon wieder viel zu viel. Was ich ganz spannend finde, ist, hier lag ja auch an einigen Stellen ordentlich Stroh. Ja? Also da, wo die Gerste hier auch mal ihre 8 Tonnen gebracht hat, werden es auch 6, 7 Tonnen Stroh gewesen sein. Und da ist jetzt schon gar nicht mehr so viel von zu sehen. Also das ist sicherlich schon mal eine Leistung, auch der Zwischenfrucht, dass da einfach auch die Biologie stark im Gange war. Ja. Und viel Stroh ist ja auch immer einfach schon wegen der N-Sperre ein Problem für den Raps im Herbst in der Entwicklung. Und da haben wir eigentlich schon einfach das CN-Verhältnis jetzt durch die Erbse dahingehend verbessert,
Und das sollte eigentlich positiv sein für die Herbstentwicklung jetzt hier. Ja? Ja. Und das Ganze überprüfen wir dann wie immer in den nächsten Videos, wie sich der Raps entwickelt. Jetzt mache ich hier erstmal noch die Fläche fertig. Und ich glaube, viel mehr habe ich jetzt gar nicht zu sagen. Wenn euch irgendwas interessiert, was ich jetzt irgendwie nicht gerade so im Kopf habe, dann schreibt es wie immer in die Kommentare. Und dann werde ich im nächsten Video darauf reagieren und versuchen zu antworten. Ja, ansonsten haut rein. Ihr habt gesehen, die Maschine läuft zwischen 9 und 12 km/h, je nach Boden. Der Zinken ist im vorletzten Loch, ja, also es geht noch eine Stufe schärfer. Es sind jetzt aber 17 cm Arbeitstiefe und das soll erstmal reichen. So. So. Gut. Weiter geht's.